Mein Name ist Jonas Stefan und ich freue mich, heute im Podcast von Matze und Pödi dabei zu sein. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Ozeanische Fußballverband heißt, dann bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Podcasts, wie wir immer so schön sagen. Heute mit einer Premiere. Jonas Stefan dabei, zum ersten Mal bei uns. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und natürlich auch Matze, wie immer. Danke. Ohne dich geht's halt nicht. Wir fangen dann auch gleich wieder an, bevor wir hier irgendwelche Phrasen nicht bezahlen. Gleich die Flat gekauft. Wie immer für einen guten Zweck. Ja, passt schon, kommt noch was rein. Gott sei Dank, so soll es sein. Mal gucken, wo das Geld am Ende hingeht. Dann landet und hingeht. Ja, Jonas, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Vielleicht schätze dich erstmal, ich wusste das auch nicht. Also ich habe tatsächlich gedacht, du wärst unter drei Trainern im Braunschweig Co-Trainer gewesen. Ja. Aber es waren tatsächlich vier. Ne? Quartett habe ich voll gemacht, genau. Ja. Vielleicht schätze dich mal denen, die dich noch nicht so gut kennen, einmal ganz kurz vor. Ja, mein Name ist Jonas Stefan, ich bin 31 Jahre alt. Ich komme aus der Region, also Landkreis Peine geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, dort natürlich Fußball gespielt, irgendwann angefangen dort Trainer zu werden und bin dann 2015 zu Eintracht gekommen als Jugendtrainer, als Nachwuchstrainer im NLZ. Habe dann 3 Jahre im NLZ von Eintracht Braunschweig gearbeitet und hatte dann ab 2018 die Möglichkeit, mit 4 Trainern zusammenzuarbeiten, wenn man es mal positiv hören möchte. Also angefangen von Henrik Petersen, der mich damals mit ins Trainerteam genommen hatte, über André Schubert, Christian Flüthmann und zum Schluss mit Marco Antwerpen. Ich war dabei, als wir dieses sagenhafte Saisonfinale gegen Energie Cottbus hatten und auch ein Jahr später dann in Corona-Zeiten den Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Bin dann nach 2 Jahren nach Chemnitz gegangen, Chemnitz-Trainer gewesen, war was anderes. Kennengelernt sozusagen und jetzt seit 2022 zurück bei Eintracht, Nachwuchs zunächst als sportlicher Leiter 1 Jahr tätig gewesen und jetzt seit dieser Saison U19 Trainer. Wahrscheinlich habt ihr mich deswegen auch eingeladen. Unter anderem. Also, da danke nochmal für. Also endlich ein Bundesliga-Trainer. Ja, ist ja so. Ja, Bundesliga-Trainer. Genau. Ansonsten verheiratet, kleine Tochter. Fußballlehrer habe ich seit ein paar Monaten in der Tat. Ja, das war ja auch auf e-com zu lesen. Hast du da den Fußballlehrer, UEFA? UEFA Sportlizenz oder Sportlehrer? Ja, irgendwie so, ne? Sowieso, glaube ich. Ne? Offizielle Bezeichnung ist? Pro-Lizenz. Pro-Lizenz, ja, genau. Pro-Lizenz mittlerweile, genau. Ja. Das ist auch nicht so einfach, da reinzukommen, ne? Also sagt man immer wieder, da gibt es nur so und so viele Plätze, glaube ich, ne? Ja, genau. Also ich war. Jetzt muss ich mal zurückrechnen, ich glaube 2021 ist das gewesen, in dem Assessment Center dafür. Ja. Muss man sich in einem Assessment stellen, einen Tag lang, wo man dann sozusagen auf Herz und Nieren geprüft wird. Und dann kann man hinterher Glück haben und ist einer von 16 Kandidaten, die in diesen Lehrgang kommen. Mhm. Ja. Genau. Ja. Was waren da so für Bekannte, mit denen du das zusammen gemacht hast, die man vielleicht jetzt so kennt? Danny Rüll, Co-Trainer Fußballnationalmannschaft. Gewesen unter Hansi Flick, der trainiert jetzt englische zweite Liga, den könnte man kennen. Jetzt ganz jüngst sozusagen in den Medien sehr präsent gewesen, Marie-Louise Eta, die jetzt von Union Berlin Co-Trainerin geworden ist, erste Co-Trainerin im bezahlten Profifußball, ganz genau, und mit der durfte ich Lehrgang machen. Schön. Ja. Wenn du an diese Zeit dieses Lehrgangs zurückdenkst, das war sicherlich eine intensive Zeit. Ich habe, glaube ich, auch im Internet irgendwas gelesen. Ich habe da so ein Tagebuch geführt. Ja, genau. Ja. Das ist ja das, was für Marc Fitzner irgendwann mal ansteht. Ja, was kannst du ihm da noch mit auf den Weg geben? Außer gute Laune, nimm Bier mit, also Wolfes und... Ja. Ja, ich glaube, das wird Marc schon mit Bravour meistern, alles, was diese Themen angeht. Nein, also... Wir haben natürlich auch das eine oder andere Mal so über den Lehrgang als solches gesprochen, weil das von Marc auch ein großes Ziel ist. Ich drücke ihm da die Daumen, dass er da dann auch zeitnah irgendwann reinkommt. Und dann ist das, glaube ich, eine super Erfahrung, wo man
man sehr offen reingehen sollte, sich sehr, sehr viele Eindrücke verschaffen kann von anderen Trainern, von anderen Profitrainern. Wir haben in der Zeit Flick, Nagelsmann, Baumgart, Glasner, also fast alle Trainer der Bundesliga und großen deutschen Trainer kennengelernt. Wir waren in Liverpool bei Klopp und das sind natürlich alles Erfahrungen. Und wenn man da mit einer gewissen Offenheit reingeht, dann kann man natürlich sehr, sehr viel mitnehmen. Ne? Ich wollte gerade sagen, das sind ja auch die Trainertypen, die du gerade schon beschrieben hast, das sind natürlich alles dabei, von eher so einem ruhigen, sachlichen Typen über absolute emotionale Typen. Und ich glaube, dass es auch wirklich genau das ist, dass man so, klar hat jeder dann am Ende so seinen eigenen Stil, ich glaube, kopieren ist nie gut, aber dass man von allen so ein bisschen was mitnimmt, also das hört sich, also wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, dass es so intensiv ist, dass man da wirklich so nah auch an die rankommt, dass man mit denen auch mal ein Austausch ist oder die vielleicht auch mal einen Vortrag halten oder so. Also wir hatten da großes Glück, dass der DFB-Campus in Frankfurt noch nicht fertig gewesen ist. Und dann sind wir durch die Landen getingelt, die ersten 6 Monate, waren dann mal in Köln, wie gesagt nach Liverpool, so eine Auslandsreise macht man irgendwo immer. Aber dass es dann natürlich auch gerade Liverpool war, auch nicht so schlecht. In Freiburg waren wir unten, wir waren in Berlin bei Hertha und hat immer an die Vereine dann sozusagen gekoppelt das Ganze und dann war meistens auch ein Interview mit dem Cheftrainer möglich, wo dann auch immer aus dem Lehrgang heraus jemand diese Aufgabe übernommen hat, dieses Interview zu führen. Also wirklich total spannend und auch sehr, sehr vielseitig. Christian Streich, Steffen Baumgart, natürlich sehr unterschiedliche Typen. Ja. So als solches zum Beispiel auch. Ne? Also wenn du Kontakt zu Christian Streich hast, den würde ich gerne mal hier haben wollen. Ich finde, seine Pressekonferenzen sind genial. Aber du hast ja jetzt 4 Trainer in Braunschweig schon erleben dürfen. Ja. Wer war, oder nee, nicht wer war der Beste, das ist so, wer war derjenige, wo du am meisten hast mitnehmen können? Puh, auch dort alle 4 Trainer sehr unterschiedlich gewesen. Henrik Pedersen mich mit dazu genommen, glaube ich, inhaltlich auch mit einer unheimlichen Tiefe. Sehr, sehr viele Erfahrungen im Bereich, auch Nachwuchsfußball ja vorher schon gesammelt, was man sicherlich auch gemerkt hat, weil er sehr viele Details, beispielsweise im Spiel gegen den Ball, hatte. Mein Co-Trainer, Kollege zu der damaligen Zeit, das war in Spanien auch sehr interessant gewesen. Ich sage jetzt mal so, auf fußballinhaltlicher Ebene war das sicherlich sehr spannend, in der Trainerkonstellation allerdings auch nicht so wirklich erfolgreich. und André Schubert, diesen Turnaround dann zu machen. Wir standen ja im Winter wirklich mit dem Rücken zur Wand und auch in einer sehr aussichtslosen Situation eigentlich. Den Kader dann so umzubasteln, sich dort auch gegen Widrigkeiten sozusagen durchzusetzen, das war schon beeindruckend, was für eine Schaffenskraft er dort an den Tag gelegt hat. Christian Flügmann dann wiederum, dann auch seine erste Cheftrainerposition oder Station im Profifußball. Vom Ansatz her natürlich auch mal ein ganz anderer Typ als André Schubert. Sehr offen, sehr kommunikativ. Und zum Schluss dann mit Marco Antwerpen, ich sage mal, so ungefähr im November, glaube ich, dazugekommen ist, mit dem wir dann diese Corona-Phase durchlebt haben, die ja insgesamt total speziell war, wie er die Mannschaft sozusagen angesprochen hat und was für eine Klarheit, schon auch absoluten Typ, muss man sagen. Deswegen, also sehr facettenreich, so würde ich mal sagen. In der kurzen Zeit hat das nicht jeder, ja? Nee, genau, und auch total. Total schwierige Zeiten ja irgendwo auch gewesen mit dieser Belastung da, die letzten Spieltage dann vor allen Dingen, als es wirklich dann sich ein Showdown sozusagen abgezeichnet hatte zwischen uns und Cottbus, aber auch Corona-Phase, wo du 4 Wochen trainiert hast, da alles desinfizieren musstest und eigentlich nicht mal aufs Tor schießen durftest, damit der Ball nicht, ganz, ganz wild, ne? Ohne halt zu wissen, wie es überhaupt weitergeht. Also wissen wir ja, ich glaube, das war ein extrem. Ja. Da hat man ja auch gehört, dass es tatsächlich auch so war, dass es verschiedene Kabinen gab, dass die Jungs aufgrund der Gruppen und Kontaktverbote auch in verschiedenen Kabinen, sodass es war ja auch in der Zeit so, dass das gesagt wurde, am Ende war es wahrscheinlich die erfolgreiche Situation, dass diese 2 Mannschaften gespielt haben, die es gab. Also Heim- und Auswärtsteam sozusagen. Genau. Ja. Ich meine, das war sehr speziell, aber am Ende erfolgreich. Ich meine, da waren wir ja auch weit weg. Eigentlich damals erinnere ich mich noch, Thorsten Lieberknecht war, glaube ich, in Duisburg Trainer, die waren auch weit weg. Schon oben zur Winterpause und als es dann eben lange nach der Pause Corona wieder losging, war das ja unser Faustpfand, dass wir so einen großen Kader hatten. Aber ich glaube, da war es natürlich auch mannschaftlich schwierig, so eine Einheit hinzukriegen, ne, in der Zeit. Ja, wir hatten einen großen Kader, das war ein Thema.
durch auch diesen Umbruch im Winter. Wir hatten in der Tat da eine sehr skurrile Situation, auch was diesen Trainingsbetrieb zunächst erstmal zumindest anging. Wir haben teilweise in 4 Gruppen trainiert, also auf unterschiedlichen Plätzen und die durften sich nicht begegnen. Und das hatte sich dann aber irgendwann so leicht normalisiert, als man dann da so eine, ich weiß gar nicht, ob man das Kohorte genannt oder so. Also da so, ne, hat man ja irgendwie so, gab es ja so Begrifflichkeiten für. Und dann musste es sich da halt andauernd testen und wir hatten dann noch so einen Quarantänetrainingslager, wo du mit der Mannschaft, klar, du saßt dann da mit 2,5 Meter Abstand und hast ihn nicht gesehen, aber da hingst du dann nochmal eine Woche aufeinander mit Abstand, aber trotzdem warst du zusammen und dann hatten wir, ich meine Köln, Viktoria Köln, so das erste Spiel nach dieser Corona-Zeit. Gewinn war 3-1, meine ich, und das war dann irgendwie so ein Brustlös und man hatte auch gar keine Chance, dass irgendwo, also es ist kein Scherz, zwischendurch hat man dann irgendwann mal wieder auf die Tabelle geguckt und hat so gedacht, Alter, da geht ja jetzt sogar wirklich noch was nach oben. Und das war aber in unseren Köpfen vorher gar nicht so wirklich präsent, weil du einfach nur noch am Machen warst. Also ich war damit ja damals auch sehr viel in die Spielanalyse noch verwickelt und du hast dir ein Spiel gespielt, das nächste Spiel angeguckt, den nächsten Gegner angeguckt und du warst eigentlich nur in so einem Flow und hattest auch, ja, ich will nicht sagen, eine ganz besondere Haltung im Sinne so von, naja, wir haben jetzt dann irgendwann auch nichts mehr zu verlieren gehabt, weil als wir reingestartet sind nach der Corona-Phase, war es eher noch so, oh, bloß jetzt 2-3 Spiele gewinnen, damit wir Ruhe haben. Aber dann gewinnst du halt irgendwie auch noch das 4. Spiel und dann auf einmal ist es so, naja, jetzt können wir einfach versuchen, alles rauszuholen, was irgendwo noch geht. Und dann mit diesen 2 Mannschaften, mit auch der einen oder anderen Auswärtsreise, die man per Flugzeug bestritten hatten, auf einen Mittwoch nach Unterhaching, die dann weggeknallt, wieder zurückgeflogen. Also wahnsinnige Zeit so gewesen. Ja. Ja. Du hast, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, ne? Mit dem Christian Mentel, Videoanalyse. Ja, Christian sagt jetzt, der ist bei uns im NLZ auch. So ein paar Sachen haben wir da, sag mal, in früheren Jahren veröffentlicht, so aus dem Studium heraus. Mhm. Ein paar Ideen sozusagen zusammengebracht, übereinander geworfen und hat man das Gefühl, dass man das auch mit Leuten teilen müsste. Ja. Ja, weil das ist für mich jetzt so die perfekte Überleitung. Videoanalyse, Spiel in Hamburg. Ja, wie guckst du denn eigentlich so ein Spiel? Guckst du überhaupt noch die Spiele von Eintracht? Du bist ja jetzt mit der U19 auch stark beschäftigt. Ja. Guckst du dir die Spiele an? Wenn ja, wie siehst du sie dir an? Ja, also ich gehe schon sehr gerne auch noch ins Stadion, weil live ein Spiel zu gucken immer nochmal was anderes ist. Einmal natürlich atmosphärisch als solches und dann, muss ich auch sagen, bin ich immer von TV-Bildern nicht so ein Fan, wenn es jetzt darum geht, das Spiel irgendwo zu verstehen, weil da passiert vielleicht gerade was Spannendes und dann wird aber der gegnerische Trainer gefilmt oder so, ist ja klar. Gehört dann ja zum Erlebnis insgesamt auch mit dazu, aber für wenn ich jetzt ein Fußballspiel mir wirklich anschauen möchte und verstehen möchte, was geht da ab und das, da liegt schon mein Interessensgebiet auch ganz klar neben Atmosphäre auch drauf. Deswegen sehr, sehr gerne ins Stadion. Ist jetzt zugegebenermaßen diese Saison ja manchmal gelungen, aber eher seltener, weil wir mit der U19 ja manchmal zeitgleich spielen. Freitagsabends haben wir immer Training. Deswegen habe ich vom HSV-Spiel, um das zu beantworten, auch nur die 2. Halbzeit gesehen. Die habe ich gemeinsam mit den Physiotherapeuten und meinem Co-Trainer auf der Liege in der Physiotherapie angeschaut, ja. Okay, also von Markus Denner, der letztes Mal da war, wissen wir, der, wenn er ins Stadion geht, guckt er als Fan, denn blendet als Trainer sein Dasein aus. Du guckst dann doch als Trainer so? Ja, genau, also mich interessiert schon immer, was steckt da irgendwo hinter, also dass ich mir jetzt einfach mal, also ich gucke, wenn ich mit meinen Kumpels irgendwie mal so einen Champions-League-Abend gucke, dann schaue ich auch einfach manchmal nur hin, weil man dann dazwischendurch quatscht und so, ne? Also das absolut, aber wenn ich jetzt ins Stadion gehe, dann freue ich mich auch, wenn da Stimmung ist und dann genieße ich auch die Atmosphäre, aber ich gucke dann auch immer schon auch darauf, was passiert da jetzt. Also ich finde es faszinierend, gerade wenn man sich so mit Trainern unterhält, ne, oder gerade so Videoanalyse, wenn man das so sieht, wie die das machen, ne, da werden also von Top-Mannschaften natürlich auch Läufe in die Tiefe bewertet, ne, das musst du machen, das musst du machen, das versucht jungen Leuten oder Spielern eben mitzugeben, ne, das will ich sehen als Trainer. So, und dann kommen natürlich manchmal so für mich skurrile Situationen heraus, dass ein Trainer in der Pressekonferenz sagt, ja, wir haben gut gespielt, ne, das hat gepasst. Ich habe das Spiel aber komplett anders wahrgenommen. Ich habe auch keine Ahnung, gebe ich immer wieder zu, ich bin Tribünentrainer, ich meckere nur. Und
wo du dich dann fragst, ja, was hat der denn jetzt für ein Spiel gesehen? Genau. Aber so aus diesen Trainern, also, so wie du es jetzt gerade sagst, ne? Würde es natürlich Sinn machen, so wie du es jetzt sagst, dass man dann vielleicht anders drauf guckt, also dass man dann ganz andere Situationen bewertet. Also als Fußballfan hast du da natürlich, guckst natürlich auf deine Mannschaft, hast einen sehr eingefärbten Blick auf das Spiel und hast auch eine gewisse Erwartungshaltung und guckst gar nicht mehr auf das taktische Verhalten einzeln. Also ich habe es mal gemacht und habe mir einfach mal so ein Fußballspiel mal angeguckt, um zu sagen, ich gucke einfach mal nicht auf den Ballführenden, sondern auch mal auf die anderen Leute oder so. Ne? Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich sonst gar nicht. Ist schon krass, was man sieht, wie viel da aufeinander abgestimmt sein muss. Und ich glaube, das ist natürlich dann gerade bei dir so, dass du viel, viel mehr auf alles, so auf die Nebenkriegsschauplätze guckst. Also ich hätte jetzt gerne so einen Lichtkegel für die Videoanalyse so über dich, aber das muss ich gucken, ob ich das eingeblendet kriege. Ich glaube, das ist lieber. Bitte nicht. Die Schwierigkeit daran ist immer, dass ich natürlich auch nicht weiß, was wollte jetzt der Trainer dort mit der Mannschaft erarbeiten. Also die Hoffnung ist natürlich immer, dass gerade im Profifußball ja Dinge auch geplant ablaufen und das nicht, ich sag mal, so ein Zufallsspiel ist, wie wenn wir drei jetzt Fußball spielen. Aber Fußball wird immer zu einem sehr großen Teil durch Zufall entschieden, das muss man auch sagen, weil auch wenn immer alle sagen, Fußball wäre ein einfaches Spiel, muss ich leider widersprechen. Also wenn man sich mal andere Sportarten anguckt, dass ein 11 gegen 11 auf so einem großen Raum gespielt wird, korrigiert mich, aber es gibt es in keiner anderen Sportart. Und umso größer oder größer die Teilhabe an diesem Spiel ist, umso mehr kann natürlich auch passieren. Also selbst wenn wir beiden richtig Hammer Aktionen machen und vier Leute ausspielen, ich sag mal, im Basketball wäre die Wahrscheinlichkeit dann ziemlich groß, dass wir einen Korb treffen würden. Mhm. Im Fußball heißt das aber im schlechtesten Fall, dass immer noch sechs Leute dort stehen, die wir auch noch ausspielen müssten. Und irgendwann sind dann selbst unsere tollen Fähigkeiten erstößt an hohen Grenzen. Ja, deswegen also ein sehr komplexes Spiel und auch ein Ergebnissport, das muss man auch ganz klar sagen. Und das ist, glaube ich, das, was man... Fußball ist Ergebnissport, ne? Ja. Sehr gut, Gott sei Dank habe ich einen Ring hier zumindest rausgehauen. Ja, und das bedeutet letztendlich, dass wir hinterher immer getrübt nach Hause gehen oder voller Freude nach Hause gehen. Und das hängt meistens damit ab, haben wir jetzt gewonnen oder haben wir jetzt verloren. Und wie das dann hinterher zustande gekommen ist, meistens ist das ja auch gar nicht so entscheidend. Und ich glaube, dass das auch ein Ding ist, weshalb man dann oft in so eine Situation kommt, dass man so denkt, ja, was erzählt denn der Trainer jetzt da, wir haben doch verloren. Aber das ist ja eigentlich so die, das Grundteil. Da hängen auch manchmal andere Dinge dazwischen. Ne? Also genau, aber so jetzt Hamburg... Hast du es gesehen, das Spiel? Wie hast du es wahrgenommen? Genau, also ich wollte eigentlich ja hin, aber meine Frau hatte Weihnachtsfeier, sodass ich dann zu Hause gucken musste. Ist ja auch nicht schlimm, also bin schon oft genug in Hamburg gewesen und von daher war es auch okay. Habe mit den Kindern zusammen geguckt. Ist dann auch noch ein bisschen anders, da ist auch ein bisschen viel Trubel. Aber muss ehrlich sagen, erste Halbzeit war ich so ein bisschen resigniert, weil eigentlich waren wir, fand ich, ganz gut im Spiel. Natürlich hast du erstmal tief gestanden, um den Gegner die Räume eng zu machen. Und haben sie auch, glaube ich, ganz gut gemacht. Was mich so ein bisschen geärgert hat, war noch nicht mal das Gegentor, weil die Druckphase war da extrem hoch, dass dann irgendwie mal einer durchkommt und der Kopfballflanke von außen. Hamburg hat, glaube ich, vorher noch kein Tor nach Ecken gemacht. War das erste Mal, kurze Ecke. Und dann, also kurz ausgeführt und dann Kopfball 1-0. Was mich dann geärgert hat, ist eigentlich eher diese Szene, dass du dann innerhalb von 23 Sekunden oder sowas vom Anstoß weg, gleich einen Fehlpass von hinten raus hast und kriegst diesen Doppelschlag. Da war ich schon so ein bisschen geknickt und habe eigentlich schon gedacht, oh, jetzt 2-0 in Hamburg, das kannst du eigentlich knicken. Also vorher war meine Vorfreude riesig. Bin dann auch ohne Erwartung in die zweite Halbzeit gegangen. Also natürlich noch mit dem Schockmoment von Saulo Di Cali. Ich werde dann immer ganz hektisch, wenn die Leute anfangen, ganz wild zu wehr zu winken und die Ärzte und, keine Ahnung, noch andere Leute drauflaufen. Da war er wohl auch kurz bewusstlos, wie man gehört hat. Wollte dann aber unbedingt weiterspielen. Aber zum Glück haben sie das einzig Richtige, was ihn dann auch rausgenommen. Und zweite Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich dann völlig überrascht. Also das war so ein Spiel, da würde ich jetzt korrigieren. Wir gehen dann immer so enttäuscht nach Hause, meistens. Aber ich muss sagen, nach dieser zweiten Halbzeit, klar, ich bin dann wieder so typisch, danach habe ich gesagt, pfaff den VAR ab, ne? Weil jeder Mensch hat, es hat sich noch nicht mal ein Abwehrspieler beschwert. Also es war für mich so, ich habe im ersten Moment überhaupt nicht gedacht, gejubelt mit den Kindern, bin schon einmal durchs Sofa ums Sofa gelaufen, habe alle möglichen Leute schon angerufen und gesagt, geil, Ausgleich und die ersten Nachrichten geschrieben, bis dann der VAR das zurückgenommen hat. Aber ich fand, da haben wir eine gute zweite Halbzeit gespielt und das erste Mal nach einer Niederlage, anders als in der Saison schon bei manchen Spielen, bin ich mit so einem positiven Gefühl rausgegangen, weil ich fand, das war eigentlich ein guter Auftritt. Am Ende, glaube ich, war dieser Doppelschlag das Problem. So ist meine Analyse am Ende. Du hast jetzt die zweite Halbzeit gesehen? Ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen, ganz genau. Also ich habe natürlich hinterher nochmal eine Zusammenfassung, Tore und so weiter, aber
Ja, ein bisschen mitreden kann ich maximal zur zweiten Halbzeit. Feuer frei. Ja, ich habe es auch sehr positiv wahrgenommen. Also sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball war das glaube ich, was, worauf man, wie man immer so schön sagt, darauf aufbauen kann, ja. Eine Leistung. VAR, muss ich auch sagen, ist, ich habe das aber auch schon im Düsseldorf-Spiel zu Hause gedacht. Weißt du, da schießt Düsseldorf ein Tor und dann war immer gut für uns. Schon klar, aber das trübt irgendwie das Erlebnis und auch die Atmosphäre schon drastisch. Ne? Und das war in dem Fall auch so, wir sind da alle aufgesprungen, die Physioliga ist halb zusammengekracht und dann heißt es schon, jetzt überprüft da und dann weißt du nicht, sitzt du da, also schon doof. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch das, was da jetzt wieder hängen geblieben ist bei mir. Aber so inhaltlich, glaube ich, dass wir fußballerisch da einen deutlichen Step nach vorne gemacht haben in dem Spiel, da sehr mutig agiert haben. Und eigentlich, was ich in der zweiten Halbzeit gesehen habe, durchaus auch ein Punktgewinn schon verdient gewesen wären. So habe ich es auch gesehen. Ja. Hast du es denn gesehen? Ja. Naja, ich hatte leider, das kann man jetzt immer sehen, wie man will, Weihnachtsfeier von der Firma aus. Da hatte ich zugesagt, ohne dran zu denken, dass Eintracht spielt. Ein Fauxpas ist mir durchgerutscht, aber ich hatte dann halt zugesagt und da gehe ich dann natürlich auch hin. Musste mir also dann tatsächlich auch die Zusammenfassung reinziehen. Mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir, ne? Also dieser Doppelschlag, wo du denkst, ah, muss das sein? Also auch nach dem Gegentor, was ja jederzeit immer wieder passieren kann, muss ich doch aber die Konzentration so halten, dass ich nicht gleich so einen Doppelschlag kriege. 30 Sekunden waren es, glaube ich. So. Das ist dann so mein Fazit. Aufgrund der Kommentare oder des Kommentators war die erste Halbzeit aber nicht so schlecht, wie sie viele geschrieben haben. War mein Eindruck zumindest. Und die zweite Halbzeit, gut, VAR, Pech, kannst jetzt sehen, wie du willst, ne? Weil du unterhältst dich natürlich mit Leuten. Ne? Es ist so der Moment, wo der Ball den Fuß verlässt. So, und anhand dieser Linie, dieser Fernsehbilder, machst du eine Zehntelsekunde vor, ist es abseits, eine Zehntelsekunde. Also, das kann ich nicht auf, wie das läuft, mit dieser kalibrierten Linie. Das ist, also, mich stört immer diese Sachen. Weil es hieß mal, als der eingeführt wurde, der ist dafür da, krasse Fehlentscheidungen, klare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Jetzt können wir darüber diskutieren, wie du gerade gesagt hast, wann verlässt der? Also da geht es ja um Zentimeter. Also wir handeln uns also um Fußspitze, um Millisekunden und also Zentimeter des Fußes. Da finde ich, ist das dann noch der Zweck, der dafür führt, dass jedes Tor generell überprüft wird? Oder nur, wo man sagt, ey, eigentlich habe ich mal gedacht, wenn die dann da sagen, boah, das hat der gerade nicht gesehen, dass da noch einer hinten, sag ich mal, ins Ausgegrätscht wird. Wobei man da auch wieder fragen muss, wo fängt das dann an? Eine krasse Entscheidung, ja. Oder was ist eine krasse... Ich glaube, das ist ein Thema, was du ganz schwer lösen musst, weil ja trotzdem immer noch Menschen auch dort sitzen und da auch wieder eine Entscheidung treffen müssen. Ne? Also ist ja nicht alles gut mit den Linien und so. Das wird einheitlich kalibriert sein, also da gehe ich ganz stark von aus. Aber ob kannst du es beweisen oder gehst du nur davon aus? Ich gehe nur davon aus. Ich okay, nicht Fernsehen. Ich bin da auch wirklich zu weit weg aus dem Thema. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich unseren Fußball, also emotional hilft es unserem Fußball, glaube ich, nicht. Nee. Und die Hoffnung, und das ist aber wirklich nur, weil da kenne ich keine Statistiken zu und da habe ich mich auch nicht genügend mit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das den Fußball jetzt fairer macht. Ich hoffe es natürlich. Ne? Klar, okay, dann haben wir eine Hausaufgabe für dich. Bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe in einem Restaurant gesessen, Ticker logischerweise geguckt und da stand zwar 1, aber Tor aberkannt, Fabel Kaufmann. Und ich, ja, wann aktualisieren die das denn? Ne? Und hatte gar nicht abgereiht, dass Fabio schon das erste Mal getroffen hat, das zweite Tor aber aberkannt wurde. Das hat also echt bei mir gedauert, bis ich das umgesetzt habe. Sehr schade für Fabio, ich hätte es ihm gegönnt, einen Doppelschlag in Hamburg. Habe vorher aber schon gesagt, du kannst in Hamburg verlieren, das ist gar nicht das Problem. Es geht immer nur um die Art und Weise, wie man verliert. Ja. Ne? Ich finde, wir haben uns da super verkauft, da kann man uns keinen Vorwurf machen und kann man drauf aufbauen. Ja, ne? Das ist so. Das Problem ist nur, dass du musst auch irgendwann mal Ergebnisse sehen, ne? Weil die Saison geht immer mehr dem Ende entgegen. Auch wenn wir noch in der Hinrunde sind, aber du kannst natürlich nicht immer nur Fundamente legen und darauf aufzubauen. Ne? Du musst ja auch irgendwann mal anfangen. Und der Abstand darf halt nicht zu groß werden, da muss man ehrlich sein. Ne? Also klar, aber Ergebnisse entstehen ja trotzdem durch Leistungen und solange die Leistungen stimmen, steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, in Zukunft auch mal ein Ergebnis zu holen. Und das
Wir haben es auch gegen Osnabrück gesehen. Das ist ja für die Jungs, glaube ich, vom Selbstvertrauen her auch nicht so schlecht. Wenn du weißt, hey, wir konnten da mithalten, wir konnten mitspielen. Und auch wenn es der HSV war, brauchen wir es jetzt nicht verstecken. So, ich glaube, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ne? Wir haben jetzt noch 3 Spiele, bis wir in die Winterpause gehen. Von daher, wenn du da mit breiter Brust auf die Plätze gehst, dann... Also klar, wäre schon schön, wenn du da noch, weiß ich nicht, 9 Punkte holst, wäre natürlich ideal, aber ich sag mal, wäre schon schön, 2 Heimspiele hast du noch, ne? Wenn du die natürlich vielleicht erfolgreich gestalten könntest. Ich glaube, das ist auch das Ziel, sicherlich jedes Spiel zu gewinnen, gar keine Frage, aber insgeheim klar den Abstand zu verkürzen. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt guckt, wir sind mit 8 Punkten jetzt vorletzter, dann kommt, glaube ich, Schalke 04 auf den Relegationsplatz mit 13 und dann ist das rettende Ufer schon mit einer riesen Truppe von 18 Punkten oder 16, 16, also die haben doppelt so viel, wie wir geholt haben und ich glaube, da wäre schon gut. Also es sieht so aus, als wenn du 4 Punkte brauchst diese Saison, um die Klasse zu halten. Also wenn du dir die Bundesliga-Tabelle anguckst, da bist du ja mit 8 Punkten auf Rang 16 oder so. Ja. Also das ist, ich glaube, das ist wichtig, da diesen Abstand zu verkürzen jetzt. Ne? Ganz klar. Jetzt warst du ja gleich einen Tag später mit der U19 in Hamburg. Auch in Hamburg, ja. Mhm. Wie war es da? Wie ist da gelaufen? Ähnlich. Wir liegen auch früh 2-0 zurück. Einmal im in der Spieleröffnung ein technischer Fehler, sage ich jetzt mal, der uns zum Elfmeter führt. Dann schenken sie uns einen Freistoß aus knapp 30 Metern ein, steht 2-0. Können dann vor der Halbzeit verkürzen, also Torchancen hatten wir das ganze Spiel über. Ja, das verpassen wir, gehen dann 0-2 in die Halbzeit und kommen eigentlich mit sehr, sehr viel Schwung raus. Das Spiel kippt völlig zu unseren Gunsten. Klar, Hamburg... sehr schnelle, technisch gute Spieler, so ein paar Umschaltmomente, wo es nochmal so leicht gefährlich geworden ist, aber klare Torabschlüsse, eigentlich nur einer in Mitte der zweiten Halbzeit und dann kurz vor Schluss machen sie halt das 3-1, aber ansonsten haben wir das Spiel total im Griff. Sehr, sehr viele Torchancen, müssen eigentlich früher schon den Anschlusstreffer machen, verpassen das und ja, treffen dann irgendwann, aber hat dann irgendwie so in der Endkonsequenz noch ein zweites Tor zu machen nicht gereicht und dann liegst du 2-1 zurück, machst hinten raus natürlich noch mal mehr auf, weil du da auch weißt, du hast da jetzt relativ wenig dann zu verlieren, sondern eher noch was zu gewinnen und dann geht es leider 3-1 aus. Hatten wir schon häufig solche Spiele dieses Jahr, muss man ganz klar sagen, also wir können mit dem Großteil der Leistungen schon sehr zufrieden sein. Womit wir dann auch zufrieden sind, weil klar ist, wir sind Aufsteiger in diese Liga, was jetzt im Jugendbereich immer nicht so viel heißt, weil die Mannschaften sich ja eh immer neu zusammensetzen, ja. Aber dennoch hat die U19 von Eintracht Braunschweig jetzt die letzten Jahre nicht immer U19 Bundesliga gespielt. Ich glaube 2018 war so die letzte Saison irgendwo so und von daher stehen wir in der Tabelle okay da und von den Leistungen her, ich will nicht schon wieder sagen, lässt sich darauf aufbauen, aber ist das schon gut. Ja, aber das ist ja das, was uns halt so auch freut, weil wir haben das ja auch verfolgt letzte Saison schon und auch verfolgen immer so alles drumherum, weil wir immer beide sagen, Eintracht ist nicht nur der Profis oder die Bundesliga-Mannschaft oder Zweitliga-Mannschaft, sondern auch Frauen, die wir immer verfolgen oder U23 und für uns ist das ja so eine Kette. Weil man sieht jetzt ja auch viele Jungs der U19 letztes Jahr sind jetzt auch mit hoch in die U23 gegangen und jetzt auch wieder in der Bundesliga, wo wir sagen, okay, die U23 mit der Hoffnung, irgendwann hoffentlich noch einen Sprung höher zu gehen, um dann diese Lücke zu schließen zwischen Profi und Zweiter. Und deswegen ist es natürlich schön, dann so zu hören und ich glaube, gerade in dem Bereich geht es jetzt nicht darum, dass da einer erwartet, dass ihr da die ganze Mannschaft an die Wand spielt, sondern nur, dass eben diese jungen Talente, die sich hier für die Eintracht entscheiden, dann auf höchstem Niveau im Jugendbereich spielen können, um dann halt diese Lücke zu schließen. Und ich glaube, man verfolgt so, also jetzt direkt beim Spiel war ich noch nicht, aber man guckt natürlich die Ergebnisse an, liest die Berichte. Ich glaube, Kiwi, Kunat, viele Grüße wie immer. Ich glaube, der ist bei allen Spielen. Ich weiß nicht, also ich glaube, der schafft U19, der schafft Frauen, der schafft U23. Also der kann da mehr sagen und der macht auch immer super Berichte. Von daher lese ich mir dann mal sehr ausführlich durch, sodass man dann noch nicht mal da sein muss, um ein bisschen mitzukriegen. Ne? Ja. An der Stelle, falls ihr wissen wollt, wann die U19 spielt, 210.de oder Kiwi auf Instagram folgen, dann seid ihr immer komplett immer updated. Wenn man wissen möchte, wo die spielen, kann man natürlich auch bei fußball.de oder so gucken. Ja, ja, da geht's auch. Aber macht Kiwi da sogar Ankündigungen zu den Spielen? Ja, ja. Also, ja. Spielankündigungen mit anderen, also man macht manchmal die Berichte und weiter, das kenne ich. Ja. Ja. Und dann man sagt ja sogar, wie die Bratwurst da schmeckt. Und also da geht's auch. Es gibt drüber. Im NRZ jetzt auch Bratwurst, also wer da mal... Da ist aufgerüstet worden. Ja, da ist aufgerüstet worden. Wichtig ist aber, ihr seid mit Osnabrück, glaube ich, aufgestiegen in die Bundesliga. Genau. Ne? Mhm. Aber steht vor denen, das ist uns schon mal ganz wichtig. Kühe, Schweine. So, und jetzt geht es halt nur noch die Nachbarstadt zu knacken. Auf
da ist dann in Anführungsstrichen, sind unsere besten Wünsche bei euch, ne? Dass ihr noch möglichst viele Punkte holt. Ja. Und dann deutscher Meister, ne? Du bist ja. Ja. Völlig affin damit, Videoanalyse. Aber wäre schon gut, wenn wir in der Rückserie Heimspiel gegen die da drüben, das ist ein ganz großes Ziel, dass wir das gewinnen. Ja. Ja. Vielleicht kommt ihr dann auch zu gucken, dann kann ja gar nicht blöder, so schief gehen. Ne? Meistens ist das ja blöderweise immer so gelegt, dass es zeitgleich mit dem Profi ist. Ja. Oder sogar ohne Zuschauer, also man hat es ja gesehen, ein paar unschöne Situationen. Aber für euch beide würde ich auch eine Karte besorgen, das wäre kein Problem. Oh, das wäre ein Traum. Das wäre Traum. Dann. Dann also da müssen wir, das nehmen wir dann natürlich an. Also, ja. Einladung accepted. Genau. Ja, vielen Dank dafür schon mal, ja. Nee, aber finde ich gut, weil man hat so das Gefühl, dass, also du bist ja auch dazugekommen in so einer Zeit, wo man der Meinung gewesen ist, dass so, ja, Jugend vielleicht jetzt nicht, aber gerade so U23 nicht so wichtig ist, da wurde die auch abgemeldet. Klar, sicherlich auch finanzielle Aspekte, gar keine Frage. Und ich finde schon, dass man gerade jetzt wieder so das Gefühl hat, dass da was entsteht. Das ist jetzt zwar auch jetzt wieder Phrase ohne Ende, aber man hat trotz der Situation der Profis in der zweiten Liga irgendwie so das Gefühl, dass das im Gesamtverein, wenn man jetzt mal ausblendet, dass die Profis nicht super in die Saison gekommen sind, dass da wieder was entstehen kann und dass gerade im Jugendbereich diese Früchte halt ein bisschen länger brauchen. Das ist wie bei so einem Baum, den du anpflanzt oder irgendwie, musst du halt langsam sehen und erstmal abwarten und düngen und dir, sag ich mal, die Pflanze langsam entstehen lassen und nicht sofort rausruppen. Ja. Weil einige fragen ja auch immer, Mensch, wo bleiben sie denn jetzt? Die Spieler aus der U19 Bundesliga oder aus der U23, dass die vielleicht mal eine Chance kriegen bei den Profis. Also klar, gibt ja ein paar, die da so im Kader sind, im Erweiterten, ne? Aber das sind natürlich, glaube ich, immer so Sachen, wo man einfach die Geduld aufbringen muss. Ne? Ja, gerade U23 war auch die ganze Zeit jetzt ein Thema und auch ein sehr wichtiger Schlüssel, dass wir die einfach zum Sommer jetzt wieder eingeführt haben und auch wirklich wieder zu einer NLZ-Mannschaft so als solches gemacht haben, die dann auch unter den professionellen Bedingungen des NLZ zumindest mitläuft. Und wir erhoffen uns davon letztendlich auch viel, das muss man ganz klar sagen, weil es eben auch so ist und den Fehler machen wir auch immer in der Beurteilung dieser U23 von damals, so sage ich es jetzt einfach mal, dass man dann immer schaut, entweder, boah, so richtig geschafft hat es keiner, oder andere Sichtweise, ja, wo spielen denn jetzt alle, hier Philipp Tietz und Undorf und hast du nicht gesehen. Ja. Und da ist es aber auch nicht so, dass die Kollegen von damals nur Fehler gemacht haben und nur Talente nicht erkannt haben, sondern Entwicklung ist nicht mit 19 Jahren nach der U19 abgeschlossen, ne? Sondern Spieler brauchen dann auch nochmal Zeit und das wissen wir vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wenn man so mit 18, 19 dann das erste Mal gegen einen 30-Jährigen gegenläuft, dann ist das halt vermeintlich sogar ein Kulturschock, ne? Und der eine oder andere ist da schon ein bisschen weiter. Ja. Keine Ahnung, also ich stand als 30-Jähriger gegen 19-Jährigen. Du warst nie 19, ne? Für mich ist auch immer wieder schwierig hier mit Pöli. Ja, das ist keine Frage. Ja. Nee, also das muss man einfach ganz klar sagen, dass das Zeit braucht. Und Undorf ist da so ein Beispiel. Ich glaube, in Meppen ist der dann so dermaßen durch die Decke gegangen. Da hat er auch gegen uns dann gespielt. Aber da ist es nicht so, dass diese Entwicklungen immer von vornherein abzusehen sind. Außer man hält solche Spieler natürlich noch mal ein, zwei Jahre länger in der U23 und guckt dann halt einfach, wohin entwickeln die sich. Plus, diesen Mut brauchen wir in Zukunft natürlich auch. Wir müssen Spieler dann auch einfach mal reinwerfen oben. Es nützt uns ja jetzt auch nichts, wenn wir mehr Spieler in die erste Mannschaft irgendwie ranführen, aber die spielen dann nicht, sondern brauchst dann halt irgendwann auch den Step, dass wir aus dem NLZ, aus der U23 heraus natürlich Spieler anbieten, die gut genug sind, sodass man die reinwerfen kann. Aber dann brauchen wir halt auch die Geduld und den Mut, das dann immer zu machen. Meinst du denn, das ist eine total ernst gemeinte Frage, meinst du denn, das Braunschweiger Publikum hat diese Ruhe und Geduld? Also wenn du einen Spieler aus der U23 jetzt in den erwarteten Kader mit aufnimmst, den kennen, keine Ahnung, so zwischen 200, 300, 400 Zuschauern, die auch zur U23 gehen oder lass es 500 sein, die sich damit beschäftigen. Und jetzt hast du den im Kader stehen, dann sagen 20.000 auf der Tribüne, wer ist das, wie kann man den denn bringen? Ne, die haben noch ganz andere Kräfte. Und ein Trainer muss ja auch den Mut haben, diesen Spieler dann bringen zu können. Wenn das gut geht, werden alle abgefeiert. Wenn das nach hinten losgeht, ist das Gemecker, das Gejaule und so weiter groß? Meinst du, Braunschweig ist dafür bereit, so einen Schritt mitgehen zu können? Ich hoffe, dass Braunschweig dafür bereit ist. Ich kenne die Diskussion und die Thematik so als solches auch. Ich sage halt dazu, wer
wie sagt man das, wer A sagt, muss auch B sagen. Es ist letztendlich so, du lächzt ja eigentlich danach, und nicht umsonst ist ja ein Marc Pfitzner auch die Legende schlechthin, weil es einfach ein Kind der Stadt ist. Und wenn du sowas nicht zulässt und wenn du dort frühzeitig eigentlich, ich sage jetzt mal, fast gegenarbeitest über Pfiffe oder über Unverständnis, dann wird es sehr, sehr schwer, dass wir irgendwann wieder dorthin kommen, so eine Legende auszubilden oder aus den eigenen Reihen zu entwickeln. Das muss einfach allen klar sein, allen, die auch ins Stadion gehen. Absolut. Und das heißt auch nicht, dass man immer mit allem einverstanden sein muss und zu allem Ja und Amen sagen muss, aber wir haben da oft so eine, ich will es nicht Doppelmoral nennen, aber wir haben so bestimmte Themen, die wir immer wieder bespielen, wo wir sagen, ey, das wünschen wir uns und da wollen wir hinkommen. Aber auf der anderen Seite sind wir dann nicht so weit, dass wir sagen, wir nehmen dann aber auch mal irgendwas in Kauf. Ne? Und das muss natürlich, das glaube ich auch ernsthaft, also daran wird jetzt nicht ein Verbleib in der zweiten Liga entscheidend, oder es wird nicht entscheidend darüber sein, ob du jetzt in der zweiten Liga bleibst oder nicht. Das hat ja auch immer was mit einem Zeitpunkt zu tun. Und jetzt gerade zum Beispiel ist sicherlich auch nicht der richtige Zeitpunkt, um anzufangen, U23-Spieler dort oben einzubauen oder U19-Spieler einzubauen. Aber es gibt halt Zeitpunkte, da ist das dann vielleicht in Zukunft auch mal wieder möglich. Und da wäre mein persönlicher Wunsch, dass wir dort alle den Mut haben und auch die Geduld haben, dass das erreicht wird. Genau, also das hätte ich jetzt auch gerade ergänzt, dass momentan, also es kommt auf die Zeitpunkte an. Klar, hundertprozentig. Ich habe letztens tatsächlich SC Freiburg geguckt, Europa League, da waren plötzlich 4 Leute, die haben gespielt in der Europa League. Also wir reden jetzt nicht vom Bundesligaspiel, wo der Streich die einfach reinwirft. Ich kannte die gar nicht und die haben dann das Spiel ihres Lebens gemacht. Klar, ganz anderer Vergleich, ne? Das ist jetzt ungefähr so Äpfel und Birnen, also das kannst du nicht vergleichen. Aber ich glaube, du musst, oder der Wunsch ist es ja, sich zu etablieren. Und ich glaube, was sich viele bei uns wünschen. Ich würde mir wünschen, wir wären die graue Maus der zweiten Liga und würden zwischen 8 und 12 spielen, weil dann kannst du es machen. Sagen wir mal, du bist dann nachher Hinrunde, bist du bei Spieltag 22, 23, bist du mit Anfang 30 Punkten irgendwo, oder sagst, gut, selbst wenn wir jetzt 2, 3 Spiele verlieren, und du gibst denen auch mal nicht nur ein Spiel, dass du so einen Jugendlichen reinwirfst in der 70. Minute und sagst, so, jetzt wollen wir mal sehen, das ganze Publikum ist eh schon hektisch, jetzt werfe ich dich rein, der soll der Gamechanger sein, und dann ist der danach verbrannt. Sondern nein, du musst die dann, und ich glaube, deswegen brauchen wir diesen Klassenerhalt, diese langfristige Sache. Der Kader muss eigentlich verkleinert werden, meiner Meinung nach, um eben auch Platz zu haben für diese Leute. Ja. Und dann musst du die Geduld haben, wenn wir die graue Maus der zweiten Liga sind, auch diese Leute zu bringen. Und auch dort darf man nicht vergessen, die U23 existiert jetzt gerade erst wieder seit Sommer. Wir spielen jetzt gerade mit der U19 Bundesliga. Haben letztes Jahr auch eine gute Regionalliga-Saison gespielt, hundertprozentig. Aber wir müssen auch so gut ausbilden und unsere Strukturen so gut verfestigen, dass in Zukunft natürlich noch bessere Spieler auch oben ankommen, weil es verwehrt sich kein Trainer und kein Verein der Welt gegen den nächsten Topspieler der zweiten Liga. Also das wäre ja auch blauäugig zu denken, dass da jetzt irgendwer mit Absicht was verhindert, sondern das ist auch ein Zusammenspiel, und da sind wir genauso verantwortlich für, bestmögliche Jungs oben anzubieten, sodass dann oben auch die Möglichkeit besteht, die dann auch mal aufs Feld zu schicken. Aber ich glaube, der Wunsch ist auf allen Seiten dort, und wir geben da Gas und brauchen dann, wenn es irgendwann dann soweit ist, die Geduld von allen Beteiligten. Das ist der Aufruf an euch, da dürft ihr euch jetzt gerne uns anschließen. Also wenn das dann der Fall ist, dann brauchen wir die Ruhe, die Geduld von den Rängen. Das dürft auch keinen verbreiten. Gebt den Jungs eine Chance, damit wir dann vielleicht auch wieder sowas wie den nächsten Marc Pfitzner in unseren Reihen haben. Jetzt kommt das Spiel gegen Greuther Fürth. Ne? Jetzt sind wir ein bisschen so bei dem Ausblick. Nächste Heimspiel. Ja. Was erwartet ihr? Ich muss das jetzt ein bisschen aus Trainersicht sehen. Alexander Zorniger, Trainer bei Greuther Fürth. Immer sehr defensiv stabile Mannschaften, sehr sprintstarke Mannschaften, sehr aggressive Mannschaften, die gut gegen den Ball arbeiten. Und entsprechend wird das eine Herausforderung, wo ich aber sehr gespannt bin, weil ich schon gesehen habe, dass wir auch mit Ball dort die eine oder andere Lösung jetzt erarbeiten und versuchen durchzuspielen und auch den einen oder anderen Spieler auf dem Platz haben, der auch den Ball im Fuß braucht, wie wir dann gegen so einen kompakten Gegner dort klarkommen. Das ist deswegen für mich jetzt aus Trainersicht ein sehr spannendes Spiel und auch ein Spiel, wo ich sage, dass wir dort zu Hause dann auch den nächsten Dreier einfahren können, dann trotz dessen, dass das ein organisierter Gegner ist. Ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich das letzte Spiel von denen geguckt in der zweiten Bundesliga und ich muss sagen, es war sehr abgeklärt. Die spielen nicht so spektakulär wie manch andere, also die stehen ja auch im oberen Drittel, ganz klar, gar nicht weit weg, Tuchfühlung nach oben. Da habe ich schon so gedacht, das wirkte so abgeklärt, so souverän, so reif, wie man immer so schön sagt. Also das war wirklich richtig gut, was die da gemacht haben und ich bin trotzdem der Meinung, dass wir die letzten zwei Wochen extremes Selbstbewusstsein uns erarbeitet haben mit diesem dreckigen 3-2 in der 98. gegen Osna und dann jetzt mit dem guten Spiel Hamburg. Glaube ich, dass es auch nochmal das Wetter noch eine Rolle spielt. Es ist ein richtig ekliges Wetter, wird es am Samstag sein, mit fast Minustemperaturen und eklig. Dann Stadion trotzdem, glaube ich, gute Atmosphäre. Hoffe ich, dass wir da irgendwie... Ich glaube, das wird kein so ein Spektakel wie Osnabrück mit vielen Toren, wo beide eher mit offenem Visier, sondern ich glaube, das wird eher so ein ganz dreckiges... Also Pöli lacht schon wieder, wenn sein Tipp wiederkommt. Also ich glaube, das entscheiden da wirklich ganz kleine Kleinigkeiten drüber. Und ich glaube, gegen die darfst du auf keinen Fall in Rückstand geraten. Da ist wieder das, was ich gut finde, was auch Scherning immer wieder sagt, dieser Faktor 1-0, dass du selbst in Führung gehst, dass du das Spiel machst, dass du agierst und nicht reagierst. Ich glaube, in Hamburg konntest du das nicht dauerhaft, aber ich hoffe auf so ein dreckiges 1-0 und dass du dann irgendwie diese Punkte hier behältst. Weil es wird, glaube ich, ein echt schweres Spiel, weil die sind wirklich sehr gut. Also ich denke auch, das wird ein ekliges Spiel. Für uns Zuschauer wahrscheinlich nicht so angenehm von den Temperaturen her. Heißt also, singen, klatschen, warm halten und 90 Minuten Vollgas geben, die Mannschaft unterstützen. Ich glaube aber schon, dass unsere Mannschaft so viel Selbstvertrauen hat, relativ früh in Führung zu gehen. Also wir führen 1-0 gegen Fürth, ne? Und steigern das dann auch noch. Ich glaube schon, dass unsere Leute gallig sind, dass sie giftig sind, dass sie auch dieses Erfolgserlebnis gegen Osnabrück nochmal wiederholen möchten. Und mit ein bisschen Glück läuft es auch diesmal nicht auf so eine 89. Minute Win-Situation raus, sondern dass man es vielleicht ein bisschen früher klar macht. Würde ich mir zumindest wünschen und ich tippe ein ganz knappes 5-0 für uns. Jetzt hat er wieder zu viel von der Pause getrunken. Irgendwann wird mich Matze um den Burglöwen tragen, weil mein Tipp passt. Das mache ich dann wirklich. Aber jetzt beim Weihnachtsmarkt auch. Dann trage ich dich darum. Wenn der Firma 5-0 geführt gewinnt, dann trage ich dir auf den Schultern und gib dir alles aus, was du möchtest. Mach die Buden auf, Pöli kommt. So, was tippst du? Achso, Ergebnis 2-1. Hausfrauentipp. Und du dreckiges 1-0. Okay, ich bin der einzige Optimist hier unter den Pessimisten. Das ist auch optimistisch. Ja. Vielleicht ein bisschen realistischer als deiner, aber. Oh. Würde mich schon wundern, wenn die so runtergehen bei uns. Aber gut, ich würde es mir natürlich wünschen, da keine Frage. Ja. So, dann haben wir noch die U23. 1-0-Sieg in Nordheim. Rieder immer noch ungeschlagen als Trainer. Mhm. Fitze ja im Moment noch bei der ersten. Mhm. Und dann kam Längede. Ja. 3-1. Letzten Sonntag. Lieberweg. Kunstrasenplatz. Kunstrasenplatz, ja. Kam ja die kurzfristige Änderung. Und Tabellenführer. Natürlich mit einem Spiel mehr. Ich weiß, muss man sagen. Aber. Gehört der Vollständigkeit halber dazu, ja. Aber ich war dann tatsächlich auch bei den Damen. Die spielen ja da immer. Gut, diesmal nicht. Diesmal war es die U23, aber ich habe es zumindest schon mal aufs Gelände geschafft. War auch nicht so schlecht. Ja, stimmt, ist Biberweg, ja. Ja, da muss ich diese auch noch eins sehen. Also ich nehme mir ja immer vor, eins zu sehen. Bei euch war ich ja zum Glück am ersten Spieltag direkt, sodass ich da U23 auch schon Haken habe. Also mit Kindern und Familie und allem ist das nicht so einfach, wenn man dann auch noch die Profis regelmäßig guckt. Aber jetzt U19 auch noch. Das muss natürlich, ja, aber das ist ja die Einladung. Also das habe ich mir ganz dick. Aber da ja dann auch Loge. Ja, mit allem und Zart, mit Bratwurst. Ne? Das kriegen wir hin. Bratwurst. Loge. Das ist eine Definitionssache, was eine Loge ist. Ja. Das ist eine Definitionssache, was eine Loge ist, ja. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ich würde sagen. Bevor ich jetzt die Sendung schließe, nee, also kommen wir zu Verbier mich nicht. Und diesmal haben wir im Vorfeld klar gemacht, wir beide spielen zusammen. Mhm, ja. Warte, noch führe ich 9 zu 6. 9 zu 6, also 9 nach zu 6. Ja, 9 zu 6. Ja, also er hat 9 Punkte geholt, gibt mal 3 Punkte im Fußball. Ich habe 6 Punkte.
Und Torverhältnis von 7 zu 5. 7 zu 5, genau. Dann musst du Gas geben jetzt gleich. Ja, also nicht du. Ja. Also letztes Mal hat er mit Markus Danner, der lebende Enzyklopädie, gespielt. Ja, aber Markus ist da auch. Also da, das sage ich jetzt schon, das wird schwer, glaube ich, mitzuhalten. Ja, aber gut, das ist für mich jetzt, also... Deutsche Fußballnationalmannschaft, eine Frage. Kann auch sein. Nee, es war fast alles HSV irgendwie. Ne? Das letzte Mal war fast nur HSV, ja. So, das sind die Karten. Genau. Die drei, also nochmal kurz erklärt. Ne? Wir haben drei Bier vor uns stehen. Mhm. Wir beide spielen gegen Matze. Wir dürfen uns natürlich auch beraten. Mhm. Ist die Frage richtig, dürfen wir das Bier behalten? Ist die Frage falsch beantwortet, müssen wir das Bier abgeben. Am Ende gewonnen hat oder unentschieden, wenn einer mehr Bier hat, der gewinnt dann noch drei Punkte. Und wie viele Fragen kommen? Drei Fragen. Wir lesen immer Frage 3 vor. Weil es die schwierigste ist. Genau. Und auf der Rückseite steht dann die Antwort. Ne? Also hier die Frage 3 wird vorgelesen und die Antwort ist dann auf der Rückseite. Und wie immer, Ladies first, Matze fängt an. Möchtest du die erste Frage vorlesen? Oder? Ja komm, ich möchte die vorlesen, ja. Du darfst sie auch ruhig zeigen, weil die Antwort ist halt, ne? Ja, okay, das stimmt. Wie lautet die Abkürzung für den Fußballverband Ozeaniens? Faire Frage. OFC, CAF oder UOFA? Also das erste nochmal, die erste Antwortmöglichkeit. OFC, CAF, UOFA. Also UOFA. Nee, das letzte ist falsch. Und das erste wäre zu einfach, weil das wäre Oceanic Fußball Club oder sowas. Oder Oceanic Fußball, ist der, soll der Verband sein. Also ich sage Antwort Möglichkeit B. B. C-A-F. C-A-F. Und richtig ist 3A. Oh. OFC. OFC. Wäre eigentlich einfach gewesen, ne? Das ist ja so, ne? Ja. So, ja. Brauchst du gar nicht so lachen, Willi. Ja. Freut sich. Ja, doch, habe ich ja nicht gewonnen. Schade. Doch, hab ich ja nicht gewonnen. Ne? Ja, ich guck mal. Wenn er keine Punkte macht, dann können wir ihn unentschieden spielen, ne? Also nur von der Sache her. Theoretisch, ja, aber ich will schon gewinnen. Ja, ist gut. Ist gut. Wir strengen uns an. So. Jetzt Fragen aus dem letzten Jahr. Ja, da ist auch schon wieder dabei. Also, das ist ja also wirklich der Horror. Aber es sind natürlich auch noch ein paar andere. Es geht um folgende Frage: Für welchen Verein arbeitete Günther Netzer als Manager, nicht Trainer? Den ersten FC Köln? SC Freiburg oder dem Hamburger Sportverein? Lies nochmal bitte vor. Für welchen Verein arbeitete Günther Netzer als Manager? A. 1. FC Köln, B. SC Freiburg oder C. Hamburger Sportverein? Hamburger Sportverein. Auf jeden Fall. Und richtig ist Antwort 3C, Hamburger Sportverein. Ja. Gut, yes. Würdig. Frage aus dem letzten Jahrhundert. Oh, das sieht schon wieder nicht gut aus, ey. Da freut er sich. Och, nö. Wonach ist das Stadion des SV Darmstadt 98 am Böllenfalltor benannt? A. Eichen, B. Pappeln, C. Birken. Antwort C, 3C würde ich sagen. Und richtig ist 3B. Pappeln. Das war wieder zu einfach, wo ich dachte diesmal... Komm, Bier weg. Das ist aber ich habe aber auch Scheißfragen. Unentschieden schon sicher. Bitter schon. Bitterer Start. Seit welcher Saison gibt es die deutsche Frauenbundesliga? 79-80? 90-91? 97-98. Hast du eine Ahnung? Also 79-80 kann ich mir nicht vorstellen, auf keinen Fall. Ich würde das späteste sagen, was war das? 97-98, Antwort C. Ja, weil ich meine auch, die hatten die nicht letzte Saison erst 25-jähriges Jubiläum? Mhm. Irgendwie so? Kann sein. Puh, das klingt jetzt natürlich noch besser. Okay, das wissen wir. Also Antwort 3C. Ja, wir loggen ein, 3C, ne? Antwort 3B, 1990-91. Schau dann, was wurde das 30-jährige Jubiläum? Was hast du da für ein Jubiläum? Boah, ich muss jetzt für den Punkt, muss ich jetzt punkten.
Gut, ich muss wieder, ich setze wieder vorne. Kann ich hier? Dann kann ich weiter trinken, essen. Oh, das ist eine super Frage. Welcher ehemalige DFB-Nationaltrainer wirkte in einem Tatort mit? Ich habe richtig scheiß Fragen. Komm, du hast alle Tatortfolgen gesehen. Rudi Völler, Berti Vogt oder Sepp Herberger? Boah, der Herberger hat das nicht gemacht. Da gibt's so lange gibt's noch nicht Tat. Also da sage ich, also, wenn der Herberger mitgespielt hat, dann gehe ich wirklich nach Hause und dann weiß ich nicht. Also, Rudi Völler. Völler? Also eigentlich traue ich es am ehesten, meine erste Antwort, ich kann es eh nicht, ich habe es nicht gesehen. Wäre natürlich geil, guckt man es natürlich dann nochmal an oder ihr euch auch. Aber ich sage, reinpassen würde Berti Vogts am ehesten. Wahrscheinlich so als Tatortreiniger. Als Wasserleiche. 3B. Und 3B ist... Richtig, sehr gut. Die Chance gewahrt. Auf den Punkt, auf den Punkt. Jetzt geht es darum, Unentschieden oder Sieg. Noch mal. Spannung steigt. Gegen wen spielen die argentinischen Boca Juniors im Superclásico? Also das Clásico von Argentinien. Gegen wen spielen die Boca Juniors? Gegen FC Buenos Aires? River Plate oder Córdoba SF? River Plate, glaube ich, ne? River Plate. Also die Antwort 3B? Ja, sagen wir auf jeden Fall. Und richtig ist Antwort 3B. Yes! Ah, die war aber auch einfach. Die war ja einfach, ne? Also da muss man sagen, die anderen beiden, also... Die ist jetzt ein bisschen... Naja, wenn du es weißt, ist alles einfach, ja, ne? Herzlichen Glückwunsch natürlich, ja. Ne? 2-1 gewonnen. Für die. Ja, es ist immer... Ich bin da dran und jetzt zieht er wieder weg. 12-6 Punkte. 12-6. Wisst ihr schon, wer nächstes Mal kommt? Noch nicht. Wir haben so eine Ahnung, aber noch nicht. Nee. Okay. Aber das also, vielleicht solltest du dann, weil nächstes Mal spielst du ja, musst du jemanden aussuchen, der ähnlich wie ich. So mit richtigen. Ja. Wenn nicht, muss ich dich nochmal anrufen. Oder Markus Danner. Ja, oder Markus Danner. Genau. Vielleicht können wir ja Markus Danner überreden, dass er wie bei Wer wird Millionär als Telefonjoker immer zur Verfügung steht. Genau. Das könnte man jetzt wirklich noch mal ein bisschen... Nein. Nein. Ich brauche den jetzt. Das ist eine Maschine, was Fußballwissen angeht. Ich sag mal so, ich habe zwar verloren, aber ihr habt ja gesehen, ich habe gut gespielt. War immer kannst du dran. Drauf aufbauen. Ich kann drauf aufbauen. Der Satz des Tages. So, Freunde, sind wir wieder angekommen am Ende der Sendung. Ne? Morgen dann noch das Spiel gegen Greuther Fürth, in dem es hoffentlich 3 Punkte gibt. Ja. Dann besucht die U19, ihr spielt... Auch Samstag, oder? Ja, wir spielen morgen gegen Osnabrück. Leider. Die U23 spielt in Gifhorn am Sonntag. Sonntag, genau. Wenn es aufgrund der Wetterverhältnisse nicht ausfällt. Das ist bei uns auch so übrigens, ja. Ne? Und ja, jetzt kommt leider die Schlechtwetterzeit mit vielen Spielausfällen. Nichtsdestotrotz, viel Spaß, ein schönes Fußballwochenende. Bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.